gewinnen und das Titelrennen neu beleben. Oder aber holt sich der Tabellenführer 3 Punkte und bleibt an der Spitze. Klare Sache, Einwurf. Schweinsteiger. Toni Kroos. Wunderbar gemacht, das Bällchen läuft hier hin und her, macht genau das, was die Spieler wollen. Die Flanke kommt nicht durch. Lukic. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Schöner Pass. Achtung! Super Konter, aber dann doch nicht getroffen. Das Ding hat sich schon abgehakt, der muss doch drin sein. Müller. Geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Den macht er nun wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Toni Kroos. Und das macht er richtig. Sofort abgezogen. Und unglaubliches Tor. Eine Überraschung wurde vergebens spekuliert. Der FC Bayern München liegt vorn. Ja, tolle Chance. Ja, doch noch abgefangen. Verliert Ribéry den Ball. Nein, er kämpft. Mensch, Buschi, hast du schon mal von dieser verrückten Sache gehört, bei der sich ein Spieler am Arm verletzt hat? Soweit ich weiß, war er mit seinen Teamkollegen unterwegs. Offiziell ist das Ganze allerdings beim Golfen passiert. Keine Ahnung, was dran ist, aber wir werden es in den bunten Blättern lesen. Eine gute Position für einen, der über einen weiten Einwurf verfügt. Müller. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Ribéry. Jetzt beeilt euch mal. Da ist ein schöner Konter drin. Und jetzt ist er durch. Geht er rein. Und Tor. Alex Meyer. Zittern als Torhüter. Nein, keine Spielunterbrechung. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Jetzt eine gut. Damit hast du selten Erfolg. Und aus der Distanz hätte er beinahe getroffen. Es gibt die gelbe Karte. Van Beuten. Aggressives Tackling. Spitzenmäßiger Hereingang. Freistoß. Das hätte ein sehr gefährlicher Angriff werden können. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Hier geht es. Der Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. 11 Meter. Da können wir lange diskutieren. Er hat ihn nicht.